Und damit willkommen zurück zur zweiten Saison mit BSG Chemie Leipzig. Kurt Kröleck zeigte bereits in der Rückrunde einen Aufwärtstrend, der nun natürlich mit in die neue Saison genommen werden soll. Wie wir bereits berichteten, stoßen 5 neue Spieler ablösefrei zum Verein, mit denen Kröleck bereits in der Winterpause verhandelte und den Deckel draufpackte. Klar war, dass das nicht reichen werde, umso erstaunlicher dagegen ist die Sommertransferperiode abgelaufen. Aber hierzu haben wir ein paar Worte von Kulttrainer Kurt Kröleck. Wie ich zu meinem Amtsantritt bei BSG bereits gesagt habe, neben einem wettbewerbsfähigen Team brauchen wir auch die Standards in der Infrastruktur. Wenn die nicht da sind, haben wir letzte Saison eine Kostprobe davon bekommen, was uns immer wieder ereilen würde. Ein ausgebuchtes Krankenhaus. Wir haben uns finanziell ein wenig stabilisiert in der letzten Saison, allerdings sind wir noch lange nicht übern Berg. Wir haben den Markt natürlich im Auge, allerdings muss im Stadionumfeld etwas passieren, damit wir bessere Trainingsbedingungen schaffen und die Spieler sich besser entwickeln können. Des Weiteren werde ich mit dem Hammer durch den Mitarbeiterstaff gehen. Da sind letzte Saison einige Dinge gründlich schiefgelaufen. Das geht so nicht. Der Plan ist, das Schulungs- sowie Trainingszentrum auszubauen sowie einen neuen Chef-Scout an den Mann zu holen. Aktuell ist es uns deswegen nicht möglich, Ablösesummen für Neuverpflichtungen zu tätigen. Da müssen wir vernünftig bleiben. Unsere zweite Mannschaft ist aufgestiegen, worüber ich sehr froh bin, da wir so genesene Spieler wieder schneller in den Spielbetrieb bekommen. Zeitgleich Spieler, die noch nicht so nah an der ersten Mannschaft sind, die Chance haben, sich über die U23 in den Fokus zu spielen. Wenn es nach mir geht, würde ich keinen meiner Spieler abgeben, leider sind wir dazu aber gezwungen. Jedoch möchte ich hier auch nochmal betonen, nur weil uns jetzt jemand verlässt, heißt das nicht, dass er nicht vielleicht sogar zeitnah wieder zurückkommt, aber die aktuelle Situation lässt leider keine andere Wahl zu. Hinzu kommt, dass wir auslaufende Verträge haben und dort leider ebenfalls die ein oder andere böse Erwachung um die Ohren bekommen werden. 2 Spieler haben mir bereits signalisiert, ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, was extrem bitter für uns ist, aber damit mussten wir rechnen. Was Kröleck in der PK bereits antieste, wurde relativ schnell klar. Der 18-jährige Michele Casalini verlässt den Verein nach nur 6 Monaten schon wieder. Kröleck wollte den jungen Rechtsverteidiger unbedingt halten. Der Spieler zeigte aber trotz privatem Gespräch mit dem Coach keinerlei Interesse, seinen Vertrag bei den Chemikern verlängern zu wollen. Der Italiener wechselt für 235.000 zum SC Verl in die dritte Liga. Das gleiche gilt leider, und Achtung, jetzt kommt's dicke, auch für Antonio Tikvic. Der 19-jährige Innenverteidiger verlässt bereits nach nur einer Saison die Chemiker. Zumindestens mit einem kleinen Geldregen für BSG. 400.000 Euro Ablöse zahlte der SC Wiedenbrück für das Abwehrtalent, das nun in Leipzig vorerst schmerzlich vermisst wird. Es gab aber weitere Abgänge, denen Kröleck schweren Herzens zustimmen musste. Einer davon Yannick Mäder. Den Flügelspieler zieht es nach Oldenburg und knapp 150.000 Euro nach Leipzig. Nächster Abgang ist Philipp Horiant. Der 24-jährige Innenverteidiger hatte leider ein bisschen den Anschluss verpasst, weshalb Kröleck sich dazu entschied, Platz auf der Gehaltsliste zu machen. Der SV Drochtersen Assel schlug sofort zu und überwies 100.000 Euro Ablöse nach Leipzig. Des Weiteren verlässt Lukas Surek die Chemiker in Richtung TSV Kronshagen aufgrund Verletzung in der Vorbereitung. Ebenfalls für 100.000 Euro Ablöse. Letzter Abgang Maximilian Jagatik. Und der Wechsel wurde zur Slapstick-Nummer. Kröleck sah vorerst keine Spielzeit für den 18-Jährigen, entschied sich dann für einen Verkauf, um Geld auf die Uhr zu bekommen. Als dann aber Tikvic den Verein verließ, das Geld da war, konnte Kröleck die Verhandlungen um Jagatik nicht mehr abbrechen, da dieser sich bereits mit Rubenbergen einig war. Am Ende blieben Kröleck 50.000 Euro, ein schwaches Trostpflaster. Das mit Maximilian muss ich mir ankreiden. Da habe ich gepennt, auch das passiert mal. Aber er wird in Zukunft wieder für uns spielen, dafür werde ich sorgen. Wir haben jedoch ein wenig Geld in die Kassen gespült, weshalb ich mich nun um den Mitarbeiterstab kümmern werde. Prio ist auf jeden Fall ein neuer Chef-Scout, da wir auch in Zukunft weiter auf Jugend forscht setzen wollen, ergänzt durch 2-3 alte Haudegen. Hinzu kommt, dass ich mir die nächsten 2 Tage freigenommen habe, um mir das Hallenturnier der U19 anzuschauen. Vielleicht machen wir noch was, vielleicht aber auch nicht. Und man wurde ziemlich zeitnah fündig, was die neue Chef-Scout-Position bei den Chemikern anging.
Nico Bungert unterschreibt einen 4-Jahres-Vertrag in Leipzig und möchte sofort mit anpacken. Des Weiteren schmiss Kröleck den halben Mitarbeiterstab raus und verpflichtete neue Leute, allerdings keine bekannten Namen. Warum er am Ende 2 Tage für ein Eintagesturnier freigenommen hatte, wurde ebenfalls schnell klar. Kröleck wurde in einer örtlichen Spielothek erkannt, nachdem dieser den Monats-Jackpot gehittet hatte und oberkörperfrei durch die Spielbude fegte mit den Worten: "Ich bin das Finanzamt, ihr könnt mir gar nichts." Er rechtfertigte diesen Auftritt am Ende damit, dass er beim U19-Hallenturnier mit Schmiergeld neue Leute ins Boot holen wolle. Ob das gut geht, blieb abzuwarten. Auf jeden Fall mal wieder ein typischer Kröleck-Moment. Es wäre aber kein echter Kröleck, wenn das Ganze am Ende nicht wirklich funktioniert hätte. Und das tat es. Um genauer zu sein, 2-mal. Matteo Schablas ist ab sofort neuer Linksverteidiger der Chemiker. Der 18-Jährige unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag und kommt ablösefrei aus der Bayern A-Jugend. Ein vielversprechender Spieler, ob er sich in Leipzig durchsetzen wird, wird die Zeit zeigen. Des Weiteren konnte Kröleck nochmal auf der hängenden Spitze nachrüsten. Und das in Form des 18-jährigen Spaniers Ilka Bravo von Bayer Leverkusen. Auch er unterschreibt ein Arbeitspapier für 3 Jahre und soll der Offensive mehr Durchschlagskraft verpassen. 2 sehr spannende, talentierte Spieler, die ihren Marktwert noch erheblich steigern können. Kröleck hat mal wieder gut gekocht. Aber auch Nico Bungert wollte sich direkt zeigen und schlug den 19-jährigen Rechtsverteidiger Sem Dekkers aus Groningen vor, den er bei seiner Scouting-Tour in den Niederlanden beobachtete. Kröleck tütete eine Einjahresleihe ohne Kaufoption ein. Erste Bewährungsprobe für Nico Bungert, ob dieser sein Geld wert ist. Aktuell gibt es aber ein anderes Problem, denn man ist mit den Gehältern im Minus. Ein Problem, was hinten raus für einen Nichterhalt der Lizenz sorgen könnte, aber auch hier hat Kröleck bereits vorgeplant. Wir haben das auf dem Schirm und das Ganze wird sehr zeitnah behoben. Ich habe mich bereits mit dem Vorstand kurz geschlossen, dass wir Budget verschieben können. Wir werden uns was auf die hohe Kante packen, da wir Ende der Saison die Möglichkeit haben, Faris Yusufus Kaufoption zu ziehen. Ob wir das tun werden, liegt an den Leistungen des Spielers. Uns war aber wichtig, dass wir diese Personalie selber bestimmen können am Ende. Das haben wir geschafft. Des Weiteren würde ich gerne versuchen, das ein oder andere nochmal am Stadionumfeld zu erweitern, zumindest das, was möglich ist. Das wäre sehr wichtig, gerade was die Zukunft angeht. Ansonsten haben wir auf dem Papier einen Kader, der mit einem Durchschnittsalter von 22,9 Jahren sehr jung ist, zeitgleich aber das Potenzial hat, um den Aufstieg mitzuspielen, wenn wir von großen Verletzungswellen verschont bleiben. Wir haben uns auch diese Saison gegen eine Kooperation entschieden, da wir der Meinung sind, dass uns das aktuell noch nicht so viel bringt, weil wir uns ein eigenes Grundgerüst erschaffen wollen. Das gleiche gilt für einen Kredit. Hier war die Sache ein bisschen enger von der Entscheidung. Wir haben uns am Ende aber darauf verständigt, dass das erst Thema mit einem Aufstieg werden würde und auch dann nicht in Stein gemeißelt wäre. Und auch hierbei sei vorneweg gesagt, ein Kredit würde, wenn ausschließlich, in eine Stadion- oder Umfeldserweiterung fließen. Wer meint, wir nehmen einen Kredit für Leute wie Ada Güler auf, der hat falsch gedacht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kader für die Saison. Wir haben Breite reinbekommen und eine gute Stimmung. Für den ein oder anderen könnte es die Breakout-Season werden. Ziel ist es, beim Aufstieg ein Wörtchen mitzureden, ob wir dann am Ende hochgehen, entscheidet der liebe Gott. Spätestens nächste Saison wollen wir in Liga 3. Wieder einmal ein spannender Transfersommer unter Kurt Kröleck. Chemie Leipzig scheint weiter zu wachsen und der Kader ist zumindest mal auf dem Papier Top 5 der Liga. Allerdings kennen sie es selber, 2-3 Verletzungen und das Dingen kann ganz schnell kippen. Ob Kröleck auch darauf vorbereitet wäre, werden wir jetzt herausfinden. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, zieht eure Schlüpper hoch, den Kröleck bitte zum Tanz. Viel Spaß mit der 2. Saison der BSG Chemie Leipzig Karriere. Und nicht vergessen, Daumen nach oben aufs Video unterstützt kostenfrei dieses Projekt. Wer aber Kohle in Übermenge hat, kann Sub-Bomben im Stream verteilen, hatte Tschuss. War auch mein schönstes Bild. Ey, ich musste unbedingt Kohle irgendwie an den Mann kriegen, hab aber dann vergessen, dass ich die 2. Mannschaft jetzt habe, wo ich dich hätte reinpacken können, damit du da auf die Stärke kommst, damit ich dich hier aufstellen kann. Du warst dann in Verhandlungen, dann wurde der Tickwitch verkauft, ich hatte die Kohle, konnte aber nicht mehr deine Verhandlungen abbrechen, weil du schon mit dem anderen Verein akzeptiert hast. Ich konnte nicht mehr abbrechen.
Und dann, hat das Ding in seinen Lauf genommen, weißt du? Aber ich werde dich zurückholen. Schwör ich dir Nacken in der Hand. Gerade weil wir die zweite Mannschaft haben und wir wissen, damit arbeite ich sehr, sehr gerne. Privat 200 Miese wegen der Spielo-Chat. Die Spielo, wir haben mehr ausgegeben, wie wir hatten. Was soll ich machen? Das ist halt dumm gelaufen am Ende des Tages. Of the day in the air tonight. Ne, ist halt... Ja, wir sind 145.000 im Minus-Chat. 145.000. Ihr seht aber, ich habe Transfers 1 Million. Sprich, ich werde da Geld wegnehmen, dass wir so ungefähr noch ja, 500.000 auf der Uhr haben. Werde die Gehälter aufploppen. Plus sonstiges einmal 50.000. Der Rest geht in Baukosten. Wir sind gerade dabei, die Dings auszubauen. Infrastruktur. Wir bauen das Trainingszentrum aus und das Wellnesszentrum. Die beiden Sachen haben mir oder erschienen mir mit am wichtigsten. Und dafür war halt gefühlt auch nur die Kohle da, ne? Das war so ein bisschen das Problem, was wir hatten. Erste Elf sieht jetzt wie folgt erstmal aus. Ja, Deckers ist für ein Jahr geliehen, aber ohne Kaufoption. Die haben wir nicht gekriegt. Schablas 3 Jahre. Sehr, sehr big. Und Bravo auch 3 Jahre. Ebenfalls sehr, sehr big. Weil wir so auch mal ein bisschen länger mit den Spielern planen können. Wenn sie sich nicht verletzen. Weil wir mit Tikvic, wir hatten Tikvic einen 2-Jahres-Vertrag. Der hat 1 Jahr Restvertrag gehabt. Die wollten nicht verlängern. Obwohl ich dem gesagt habe, ich werde dir eine Verlängerung anbieten, hat der gesagt, ich habe kein Interesse. Und das war das Problem, warum wir einen Tikvic abgeben müssen. Wir haben zum Glück in der Winterpause 2 IVs geholt. Somit haben wir da dann schon ein bisschen reagiert. Gille Startelf. Und das ist tatsächlich jemand, dem ich zutrauen würde, dass der seine Breakout-Season hat. Weil der letzte Saison extrem stabile Leistung gebracht hat. Das könnte was sein, weil Pavlo hat ebenfalls jetzt noch 2 Jahre. Nach der Saison könnte sein, dass wir ein ähnliches Problem mit ihm bekommen werden, wenn wir nicht aufsteigen. Bravo, nicht eher Stürmer. Ich trainiere den gerade um, dass der beide Positionen kann. Ich würde halt gerne mit einer hängenden Spitze spielen. Weil wir, wie gesagt, jetzt auch Kirstein auch hängende Spitze antrainiert haben. Einfach, dass wir ein bisschen flexibler sind, weil Shiplock kann ihn nicht runternehmen. Einen Jeppe trainieren wir gerade auch noch auf hängende Spitze an, dass wir Kevin Kröleck vorne in die Box packen können. Prestige-Veränderung sind wir auf 4-2 hochgegangen. Und was ich euch auch sagen muss, warum sich jetzt einige fragen, hey, wieso hast du keine ablösenfreien Spieler geholt? Kann ich nicht machen. Ich habe mit 4 Leuten verhandelt, der Vertrag war aufgesetzt, der Balken war komplett grün. Die sind aber nicht gekommen. Die sind einfach nicht gewechselt. Die hatten auf sehr fair das Angebot. Ich musste 3-mal nachverhandeln und am Ende ist keiner von den Spielern gekommen. Auch das hat was mit der Infrastruktur zu tun. Weil auch da kannst du irgendwann ausbauen, dass du Verhandlungsdings hast. Das Problem kenne ich auch. Super, super schwierig. Weil echt einige interessante Leute auf dem Markt waren, gerade auch auf der Stürmerposition, die keinen Verein hatten. Keine Chance. Keine Chance. Die sind einfach nicht zu uns gekommen, obwohl alles sehr fair war. Das hat die Sache halt echt erschwert. Mein Lucky Punch war das Hallenturnier. Und Bravo und Schablas waren tatsächlich beim Hallenturnier einige Spieler, die unten angezeigt worden sind, die auffälligsten waren. Ja. Der junge IV, Schalker Messi, den Schwede meinst du, genau das gleiche. Keine Chance. Den hätte ich gerne gehabt, aber keine Chance, weil der auch RV konnte. No chance. Und das war mit so vielen Verhandlungen so, wo ich irgendwann an den Punkt kam, wir können nichts kaufen, dann müssen wir halt Jugendspieler holen. Wo bin ich hingewechselt? Moment. Kann ich dir einmal zeigen. Transfers nach Rügenberge oder Rügenbergen. Aber bei uns bist du kein Stürmer. Deswegen sage ich ja, bei uns bist du ZOM. Oldie Legenden, Majestics, genau das gleiche. Keiner wollte. Kein Fabregas. Marta konnten wir gar nicht bezahlen. Der wollte 300.000 Gehalt haben. Da dringen wir eh durch.
Aber ich werde dich, denke ich, nach der Saison wiederholen. Zweite Mannschaft ist nicht viel. Also wir haben so ein bisschen probiert, hier was zu machen. Hier den Beran hier zum Beispiel. Aber der ist halt auch noch zu schlecht. Ne? Talent hat er alle Male, aber gut ist er halt auch nicht. Der Gröger ist schon wieder verletzt. Junge, was mache ich mit dir? Er ist nur verletzt. Der hat auch das Potenzial gehabt hier. Aber mit den Verletzungen wird es schwierig. Dennis Mass musste zweite Mannschaft. Ey, der ist aber nah dran an der ersten Elf. Der hat letzte Saison auch die ein oder andere gute Sache für uns gemacht. Was soll ich machen? Ich werde mir einige Feinde im Team machen. Zimmermann habe ich auch erstmal in den zweiten gepackt, dass der auf jeden Fall spielt. Ja, und das müsste halt mit der Jugend hier auffüllen. Hier der Finke hängende Spitze. Und das ist also. Ah. Der war Zweitliga-Profi und so. Was soll ich machen, ey? Was soll ich tun? Aber der ist, ey, guck mal, Baum muss sich nur verletzen, dann ist er sofort wieder erste Elf. Aber ich will, dass der spielt. Ich will nicht, dass der hier nur hier rumdödelt. Ich will, dass der zockt. Dann ist es. Zweite Mannschaft habe ich gerade gezeigt, Calcio. Was ist da los? Hast du wieder nicht aufgepasst, oder? Ey, falls ein Mod da ist, könnt ihr eine Wette machen fürs erste Spiel gegen Hansa Rostock. 2. Rein auf dem Papier waren wir Top 3 Kader der Liga. Pavlo Bank, weil der einfach nicht fit ist. Probetraining will ich erst Mitte der Saison machen, Chat. Also erst, wenn wir es wirklich brauchen. Gerade brauchen wir es nicht. Dass wir wirklich hundertprozentig nach einem Spielertypen suchen können, was wir brauchen. Sollte jemand ausfallen hier länger. Ja, plus wir sind vom Gehalt im Minus. Wir können sowieso nichts machen, Chat. Ich kann ja nicht mal Jugendspieler ein Angebot machen. Ich spiele jetzt gegen meine Zweite. Ne, meine Zweite ist in der Oberliga oder wo sind die? Oberliga spielen die, Chat. Dann gehen wir rein. Top, die Wette gilt. DFB-Pokal sind wir nicht drin, ne. Kein DFB-Pokal. Ja, dann La Paloma, let's go. Oberliga schlägt, das wird in der ersten Saison sind die immer in der falschen Liga, Chat. In der zweiten Saison wechseln die dann einfach. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Komm, bitte mit dem Sieg rein starten. Klappt gut. Schablas, eine 5-5. So, jetzt aber bitte. Guter Start. Wir sind da. Bitte mach doch mal einer ein Tor. Das kann nicht wahr sein. Kevin Matz. Thilo, so wird es gar nichts hier mit gelben Karten. Mehr können wir nicht machen. Das ist... Guck mal, da bist du doch direkt, Thilo. Was ist das hier, gelbe Karte? Jetzt den Maximilian, aber gut. Er hat wahrscheinlich getroffen. All good, Chat. Erster Spieltag, wir wissen es alle. Nicht überbewerten. Die Vorbereitung sah eigentlich gut aus. Ne? Wir haben ein paar neue Jungs im Kader, die müssen sich erstmal so ein bisschen verständigen, weißt du? So gegenseitig die, ja, Sia, Kanté nach Dortmund, alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Kolo Muani nach Bayern. Riecher. Rafael Türkmen. Ey, der hat 3 Sterne. Lifestyle-Ikone und vereinstreu. Komm, den nehmen wir mal mit. Nico, du machst bisher einen stabilen Job, du. Können wir ihn arbeiten. Pavlovic, Mannschaft der Woche. Thilo, ich sag ehrlich, du warst nicht in der Mannschaft der Woche, ne? Ja, aber du bist halt einfach fitter noch, ne? Leck mich doch am Arsch. Irgendwie ne... Nein, 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 mach doch nichts. Wie lange ist Harris Verletzung, Chat? Wie lange ist das? Harris ist Kopf irgendwas, ne? Kaputt. Was? Cabravo fällt auch aus. Nö, nee, haben wir auch wieder die guten Leute geholt hier. Wirklich. Haben die Brüder und Schwestern im Krankenhaus wieder ordentlich was zu tun. Ist das top auch. Also wirklich. Was hat der? Wir steigen doch nicht auf. Ey, den muss ich abgeben, ne? 10 Wochen können wir uns nicht erlauben. Der ist schon 35. Aber hey, ist ja nicht schlimm. Wir haben hier einen, wo der Vertrag auch ausläuft und der auch nicht verlängern will. Der hat kein Interesse zu verlängern. Super.
spitzenmäßig. Aber wir sparen halt gut Gehalt, ne? 42.000 Gehalt nochmal sparen, das ist in unserer Situation echt eine Menge. Aber wir brauchen dann einen neuen ZM. Bravo war 4 Tage, das geht noch. Der Kielstein rein, das passt. Aber das hier, ey, Kessler mitnehmen. Ich kann noch einen Ersatz holen, glaube ich. Nein! Nein! Wieso? Aber ich habe mit so vielen hier verhandelt und die wollten alle hinterher nicht. Obwohl wir sehr fair hatten. Ist das der Namibia hier oder was ist das? Der kann gefühlt kann der alles, aber wahrscheinlich alles nicht gut. Müssen wir Adlung abgeben. Also 10 Wochen, das ist Geld, das können wir uns nicht erlauben, dass das da rumliegt. Und dann müssen wir hier den Wheeler holen, wir Alter, von Yu-Gi-Oh! Der echte. Joey Wheeler. Da müssen wir probieren, ja. Ich glaube auch wieder nicht, da wird die Hälfte wieder absagen. Aber Adlung, das können wir uns nicht erlauben. Das sind 10 verkackte Wochen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das Gehalt ist einfach zu viel. Ich sehe gerade, du hättest tatsächlich auch ein bisschen ZM gekriegt. Da müssen wir warten, bis der weg ist. Was haben wir denn hier? Körperlich stärker werden, Sprungkraft. Seh zu. Bauer. Shiplock hat ihn gut trainiert, habe ich gesehen. Körperlich stärker werden. Unser Kapitän, rede mal. Nee, du, deine Mannschaftsführung ist klasse. Gewinn einen Moralpunkt. Guck mal, Trainer ist doch nett. Kopfballspiel verbessern. Trainiert. Kevin, Junge. Der echte, du bist jung. Nee. Ey, dem können wir nichts sagen, was sich irgendwie positiv auswirken würde. Wir gehen rein. Kevin kann nicht Startelf-Chat. Der ist noch zu schlecht. Den müssen wir immer mal wieder reinwerfen. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Oh, let's go. Yeah, Doppelpack! Abfahrt! Da sind wir wieder, Chat. War ein Flüchtigkeitsfehler zum Start. Der macht 3 Hütten, der Bruder. Den interessiert überhaupt nichts. Nota. Der hat 3 Tore gemacht. 3. Und hat eine 3-5? Haben die den angeschossen, oder? Wie geht das denn? Junge, kann doch wohl nicht wahr sein. Schablas, gute Partie. Ich kann ihn nicht runternehmen, weil ich die Bank falsch besetzt habe. Das passiert auch mal einem guten Trainer. Nichts passiert. Jindawi ist platt. Kommt der Kessler. Hey, Tilo, Note 1, Junge. So will ich sehen. Gut, wie auch eine 1. Wir lassen laufen. Wobei, warte mal. Krölek ist fit. Der macht das jetzt. Komm, mach, schieß sie ab. Der macht 4 Hütten. Let's go. Und jetzt? Note 2. Vierten. Krölek. Dann können wir ihn runternehmen. Können wir Kielstein noch bringen? Tilo, gute Partie. Nehmen wir die Note mit. Und hier nehmen wir auch die Note mit. Yes, sir! Puglu! Kielstein, Abfahrt! Ja, Kielstein, let's go! 10-0! Let's go! 9-0! Wer hat Krolleck Rausrufe geschrien hier vorm ersten Spiel? Wer war das? Ich habe keinen Torwart drin gehabt, die Flaschen. Kevin Krolleck, 2 Vorlagen. Kielstein, 2 Hütten. Puglu direkt reingekommen, genetzt. Und der Dennis macht auch einfach 4 Stück. 5 ab die Saison. Wobei, nee, 5 nicht ab, dann sind wir nämlich nicht aufgestiegen. Aha. Höchster Sieg in FM. 9-0 müsste ja. Müsste. Da sind wir doch da. Teamleistung. Tilo Pavlovic Kielstein. Guck mal, unser Sturm. Und der Ludwig auch nochmal drin. Was wollt ihr mir erzählen? Der Gegner hatte nicht mal 11 Spieler? Echt? Ey, was macht ihr denn hier, Alter? RB Leipzig. Die haben Schiss, Chat. Guck mal, was die einkaufen. Die haben Schiss. Geld schießt keine Tore. Könnt ihr euch mal merken. Von Al-Hilal. Truppe braucht nur Vertrauen. Ist mir doch egal, ob wir gegen 10 Leute oder gegen 3 Leute 9-0 gewinnen. Mir doch egal. So, 10.
Na, Lippstadt, Adlung, tut mir leid, ich habe fest mit dir geplant, aber 10 Wochen Verletzung kann ich mir nicht erlauben. Kann ich jetzt mal hier langsam wieder Geld verschieben? Es wird Zeit. Adlung war verletzt, Krölleck abgelehnt. Mannschaft der Woche. Sehr gut. Bergisch Gladbach geht der Adlung, Beteiligung am Weiterverkauf. Und wir können noch auf den normalen Transfermarkt Attacke machen. Ich würde dich gern spielen lassen, mal. Aber wenn du mehr verletzt bist, wie dass du vorm Ball trittst, dann haben wir ein Problem. Das ist doch, also. Sie müssen sich beim Fanclub-Treffen für den Verkauf von Lukas rechtfertigen. Sie schaffen es allerdings, die Fans davon zu überzeugen, dass diese Entscheidung ganz im Sinne des Clubs war. So. Lukas, ich habe hier keine Position für dich gehabt. Ey, was soll ich denn tun? Sag mal. Und du hast halt einen stabilen Marktwert gehabt in unserer Situation. Ging halt nicht. Was soll ich denn machen? Was? Sich sehr über die Einladung gefreut. Sie sind sehr zufrieden mit den bisherigen Leistungen des Teams und freuen sich auf weitere Erfolge. Dankeschön. So, Adlung ist weg. Finanzen. Kann ich das jetzt machen? Let's go. Können wir machen. Mehr aber nicht. Das ist scheiße. Ich schieb das alles hier rein. Und wir hauen die 86 hier rein. Viel bauen können wir davon auch nicht, ne? Ja, also hier die Form, die ist auch gut hier beim Keeper. Kevin, ich bin ehrlich zu dir. Geh mal für 4 Wochen nach unten. Ich weiß, du bist Trainersohn, aber du kannst hier keine Extrawürstchen. Weißt du, das geht nicht. Spielen die hier auch mal, oder? Du gehst jetzt mal schön in der zweiten Mannschaft und gehst du da in den Sturm. Gröger ist immer verbuggt. Der hat mir auf Insta geschrieben, warum er nicht spielt. Ich sag, weil du verletzt bist. Und verletzte Spieler können nicht spielen. Die nächsten Spiele wollen wir in Topform. Ja, gut. Da wäre natürlich mal was. Dass wir immer so Probleme zum Start haben von einigen Spielern mit der Fitness. Ich will jetzt nicht schon einen Fitnesstrainer reinhauen. Aber eigentlich wäre das wichtig, ne? Walde, Bischofswerda und Babelsberg. Wir schieben... Wobei, ZM müssen wir gucken, Chat. ZM, vielleicht können wir einen eintüten. Ich könnte auch kaufen. 200.000 könnten wir ausgeben. Einfach Lukas Podolski. Karriereende, Chat, chillt. Podolski geht nicht, Karriereende. Aber hinterm Kevin Krölleck sind sie alle her, ne? Ich habe nur 100.000. Ich kann jetzt schon wieder nichts ausbauen, ey. Das fuckt mich schon wieder ab, ey. Baukosten 76. Kannst wieder nichts machen. Kevin, lass ihn hier ablenken da, ne? Du bleibst hier. Grimaldo von Leverkusen nach Dortmund. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ey, wir haben den gekriegt, Schild. Alte Bekannte. LOL. Somit hat sich das ja erledigt, ne? Da brauchen wir da gar nicht gucken. Da haben wir jetzt den Manfred geholt. Der macht das. Ey, der kann auch links außen, ne? Eigentlich haben wir danach nicht gesucht. Nee, aber auch gut, Chat. Gute Calls auch im Chat. Ist auf jeden Fall einer für ZM. Chillig. Das ist ja also... Du kriegst ja nicht die Nummer 7. Dann machst du einen Dachschaden oder was? Kriegst die 18. Ja, jetzt haben wir eine Position geholt. Die war ja, die könnten wir reinpacken, aber die brauchen wir nicht. Boah, Innenverteidiger sieht auch gut aus gerade, muss ich sagen. Sind wir sehr, sehr gut besetzt mit. Ja, Paul Wünsch, der hängt aber auch in eine Seile. Da müssen wir halt auch mal wirklich haarscharf analysieren. Ich pack den mal in den zweiten erstmal. Wann fangen die denn mal an hier zu spielen? Eins ist gut, ist, wir haben keine Ablöse bezahlt für den. Heißt, wir brauchen trotzdem ZM. Und der Kader ist zu jung hier, ey. Bueno, Mike Franz. Mike Franz? Heldenstatus immerhin. Plus 10. Könnte auch IV, ja. Das stimmt. Könnte auch IV. Flexibel einsetzbar. Und kostet uns gar nichts. Ja, das wäre einer, der boostet hier zwischen den ganzen 18- und 19-Jährigen. 23,4. Boah, Junge, ey, die IV, die ist ja fürchterlich. Ich lasse Pablo mal anfangen auf ZM. Kann er ja. Da geht aber was. Kriegt er die 40 vom Adlung? Auf jeden Fall einige Male spielen, das passt auch.
Boah, Potsdam-Karriereende kann ich nie machen, weil wir haben noch nicht so viele Plätze frei. Dann nimmt er uns irgendeinen guten Mann weg. Das wäre fatal. Können das wegmachen. Krieg ich da 100 Euro Torprämie. Machen wir mal 35. Gehen wir mal mit 35 rein. Einer von den Dardais ist nach Dings gegangen, glaube ich, ne? Leverkusen. Find dein Team viel zu jung. Ja, aber das ist ja unser Problem. Wenn ich nur alte Leute kaufe, steigern wir unseren Marktwert nicht. Wir müssen junge Leute holen, in der Hoffnung, dass die durchknallen. Dass wir die nach einer Saison für teuer Geld verkaufen können, um uns so ein bisschen Geld zu verschaffen, damit wir die Infrastruktur ausbauen können, das Stadion ausbauen können und uns weiterentwickeln können. Ne? Und im besten Falle nebenbei noch aufzusteigen. So, wir gehen rein. Die Form, die ist halt echt nicht verkehrt. Die sind Erster. Luckenwalde ist Erster. Zum Glück habe ich den gebracht wieder. Ja, Doppelpack. Let's go. Huch, huch, ruhig, ruhig mit der Pferde. Buri 1,5. Noten sind sehr, sehr stabil. Ilka Bravo. Jindawi, gute Partie. Buri Runner. 3-0, Chat. Wir sind da. Offensive rollt. 12 Tore in 3 Spielen. Ausbaufähig. Aber was hat Chiplock? Fällt nur aus, zum Glück. Der junge Kröleck, der muss erstmal anfangen, hier Tore zu schießen. Und ich hoffe mal langsam, dass die Oberliga anfängt, Fußball zu spielen. Ey, wir haben den Franz-Chat. Buri, mal eben in der Mannschaft der Woche auf ganz genüsslich. Boboy auch, wichtig für die Form. Pavlo drin. Bravo verbessert die Stimmung. Chiplock fällt 10 Tage aus und der Mike Franz. Was will der, die Nummer 7? Was wollen die alle mit der Nummer 7? Chrissy 22. Mike! Jonas Janke 21. Den werden wir verlängern. Ich glaube Kessler auch nur noch so lange. Müssen wir auch verlängern. Dass wir das einmal haben. Eine Torprämie noch rein. Ich werde dir eine Verlängerung anbieten. Hat im Moment keine Lust, über Vertragsangelegenheiten zu sprechen. Ich bin unzufrieden mit meiner aktuellen Situation. Ja, ist gut, Junge. Beruhig dich. Akzeptabel reicht cool. Mir geht es eher darum, dass wenn die sich entwickeln und ich irgendwann eine Gehaltsstruktur im Verein habe und einer artet da aus oder hat zu wenig, kriege ich das nicht mehr angepasst. Wenn der Vertrag zu lange geht. Das musst du immer ein bisschen im Auge haben. Wann zockt der mal die Oberliga hier? Fangen die nach dem Dings an? Nach dem August? Unterschreibt, unterschreibt, an Schwäche gearbeitet. Was, der Remo? Wer ist er? Oh, ah, Jugendchat, der hat genetzt. Hier ist gut. Ich glaube, wir verleihen... Wir verleihen Jonas jetzt einmal. Verleihen wir Jonas oder behalten? Ich glaube, wir behalten Jonas. TuS Koblenz. Na, Eintracht Bamberg. Gehaltsbudget, was verdient er denn? Ne? Mach hier. Machen wir so. So. Und 900 rein in der Tasche. 50 Euro Spins sind drin. Ich will lieber den zocken lassen hier. Weil der schon ein bisschen weiter ist. Und rein gegen Bamberg. Ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes umgraben mit Ilka Bravo. Wir werden aufsteigen. Komm, mach. So. Einen schönen Doppelpack. Chiplock wird schwierig für dich, ne? Man kann sich hier in unserem Club keine Verletzung erlauben, weil die Truppe stark ist. Wollen wir mal eine gute Stärke jetzt hier, ne? Alle über 60. Ich will den nicht verheizen, der wird sich gleich wieder verletzt, dann schirmen wir da wie Ochs vom Berg. Wir lassen erstmal laufen. 2-0 ist gefährliches Ergebnis, aber wir machen 3-0. Und jetzt können wir machen. Kessler rein.
Vielleicht kriegen wir den noch ein bisschen belabert, dass der doch verlängern will. Bravo, Dreierpack. Oh, Chat, der Sturm ist da. Der Sturm ist da und die Verteidigung steht auch. Aber die Brocken kommen gleich noch. Die bedanken sich alle, weil ich ein Netten bin. Also, weiß ich nicht, was das hier soll, der Blödsinn hier. Also, Leipzig hat Angst. Die haben Schiss schon, die merken schon. Hier, Mert Güni. Nee. Mannschaft der Woche. Jawohl. Thilo, good job. Aber du spielst. Die können wir wegmachen, das macht nur Unruhe. Was sagen die Fans? So, können wir mal abchecken vor dem Spiel. Wobei, will ich da lesen, was die Fans sagen? Ich glaube, die zerreißen uns. Ist ja erst ein Spiel gewesen, Maxi, glaube ich. Oberliga hat, glaube ich, jetzt erst angefangen. Ich habe Schienbeinprellung gelesen. Lennart! Nee. Was sagen die Fans? Viel Glück fürs nächste Spiel, der Simon M. Dankeschön. Wir haben zu viele Spiele, die zwar Geld kosten, aber nichts leisten. Lilly S. Beruhig dich. Für den Verein interessieren sich da sowieso. Ja, das ist ja, also auf der Position Mittelfeldspieler sollten wir mal in der Jugend nachsehen. Da gibt es einen, der könnte das. Markus F. aus Leipzig. Wer denn, Junge? Wer könnte denn da was? Sehe ich nicht. Sehe ich nicht, dass der da was kann. Ey, Shiplock, ich sag dir ehrlich, ne, das wird dünne für dich. So ein bisschen so ein Stürmer-Ding hier gerade. Was denn, wenn ich hier runternehmen soll? Boah, Paul, Fitnesszustand dünne, ne? Dünne. Pack mal Boboi rein und wir nehmen aber mal trotzdem den mit. Kevin Krölle, 2 Tore, let's go! Nein! 6 Wochen. Geil. Heckmann. Aha. Der kommt über den zweiten Chat. Nee, der Wünsch auch. Die kommen über die zweite Mannschaft. So muss sein, genau so muss sein. Weiher hat noch kein Selbstvertrauen, sonst wäre der halt einer gewesen, den wir da jetzt hinpacken können. Aber das Selbstvertrauen, das können wir uns gerade nicht erlauben. Bada bing, bada boom gegen Babelsberg. Heute wird kein Zentimeter in der Hose gemessen. Bau Franz! Der Franz, ja sicher. Komm, mach 3-0. 3-0, bravo. Wir werden hier durchlaufen, Chat. Wir werden gnadenlos hier durch diese Liga laufen. Und nächste Saison in der dritten Liga wahrscheinlich wieder um Abstieg spielen. Thilo nimmt mir die Note wieder mit, dass er sich gut entwickelt. Heckmann mit einer 2, stabil. Komm, Mike Franz auch runter. Nada, Jean Dawi auch noch runter. Machen wir einen Dreierwechsel. 6-3, klar überlegen. Tuglu, der IV, der hat auch Bock. 2. Tor schon. Wir rennen über alles drüber, Chat. Kessler mit einer 2-5. Komm, da bringen wir jetzt nochmal. Wir hätten noch 2 Wechsel. Wir probieren den Schippi. Manfred macht's. Macht er nicht. Oh, Chat, das könnte unsere Saison werden. Thilo feilt an Schwäche. Ake nach... Ake, perfekt. Jetzt sind er Young Boys. Ake, der Echte. Note mitnehmen zwar okay, aber für Erfahrung solltest du ihn 16 Minuten spielen lassen. Ich gucke immer so ein bisschen. Weil du siehst ja, wenn wir einen zu leicht überspielen lassen, verletzen die sich direkt, ne? Und dann ist uns damit leider auch nicht geholfen. Aber Mannschaft der Woche. Gerade sieht sehr gut aus.
Kröleck, das war von gerade. Mannschaft der Woche, Franz. Sprungkraft plus 2. Ja, let's go. Muss halt hier den Marktwert hochkriegen. Weil ich glaube, den werden wir nicht verlängern können. Perfekt, der kriegt immer weniger Fitness hier. Läuft. Aber Fitness-Experte rein. Privat einmal gucken, Chat. Guter Call, privat. Was ist hier mit Dings hier, Alter? Angeblich ist sie schwanger. Kuckuckskind wird das. Wir gehen ins Theater mit der. Hat die Bock drauf. Aktienmarkt plus 4,8. Kurz. Shiplock zufrieden mit Neuverpflichtung. Habe ich auch noch nie gelesen. Aha. Richtig. Fußballer des Monats wird doch wahrscheinlich auch der Bravo sein, oder? Ah, Entschuldigung. Svenny Boy. Privater Bereich. Aktien. So, wie lese ich? Wo ist hier Gewinn, Junge? 3% Verlust hast du? Bei denen? Wo sehe ich denn das? Ach, einfach was hier drunter steht dann. 3% Verlust, 1% Verlust. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, Chat. Ich weiß ja Bescheid. Bleib mal noch ein bisschen unten, okay? Ey, du hast das bisher top gemacht, ne? Kann ich nicht anders sagen. Aber dein Zimmer sah aus wie bei der Hempels unterm Sofa. Somit kann ich dich noch nicht in der ersten Mannschaft lassen. Mir egal, ob du der Trainersohn bist. Ich habe hier einen Ruf zu verlieren. Ganz klar. Da musst du auch noch mal ein bisschen hier, ne? Master Kevin, oder? Ganz klar. Wenn ihr Scheiße macht, kriegst du Schubmaris. Gegen wen haben wir denn das erste Spiel gehabt, Chat? Wisst ihr das noch? Zweites Spiel. Gegen wen haben wir das zweite Spiel gehabt? Alten Glienicke? Perfekt! 2, 4, 6, 8, 10. Die haben 11 Leute, Chat, und einer ist verletzt. Hey, hier haben sie noch welche, Chat. Die haben eine zweite Mannschaft. Chillt mal. Carsten Heine. Er wusste nicht, worauf er sich eingelassen hat. Hat er einfach keinen Kader gekriegt, ne? Soll uns egal sein, sind easy Punkte für uns. Jetzt wisst ihr, warum wir 9-0 gewonnen haben. Weil ich kein Torwart, die hatten ja gar nichts, ne? Vitali Janel nach Gladbach. Kotza nach Marseille. Vasquez nach Aston Villa. Tusche ist da Co-Trainer? Echt? Viele haten den, Alter, ne? Viele haten Tusche. Ich finde den eigentlich voll korrekt, den Typen, ne? Kriegt man immer mal so mit, wenn der da die Talks macht, zweite Liga, so ein bisschen alles. Viele haten den. Kann ich verstehen. Find den auch, der hat einfach so eine lockere Schnauze am Kopf, so finde ich. Ich mag das. Du verlässt den Verein nur, wenn wir hier richtig Zaster sehen. Hast du verstanden? Paul, ey, ich sag dir ehrlich, ne? Du hast eine gute Leistung gezeigt. Aber wo die herkommen, da gibt's noch mehr. Ich möchte noch ein bisschen mehr von dir sehen. Was macht denn der Mast hier? Zweiter Bundesliga gespielt, gute Stats. Die Tür ist nicht zu, Dennis, ne? Ganz klar für dich. Die Tür ist nicht zu. Ich habe sie nur mal angelehnt. Ich krieg mit, was du da machst. Und Ladies and Gentlemen, rot im Kalender eintragen. Der 8. September 2023. Justin Gröger ist nicht verletzt. Ladies and Gentlemen. Die Nachricht des Tages. Er scheint fit zu sein. Wobei fit ist auch... er kann zumindest mal spielen. Tusche leider immer sehr parteiisch in seinen Aussagen. Ja, Matze, sind wir da nicht alle, ey. Sind wir nicht alle insgeheim immer so ein bisschen parteiisch. Dann kriegst du doch nirgendwo raus. Der eine kann das ein bisschen besser verstecken. Hier, Reserve. 6-0. Kröleck. Ey, das finde ich geil, wenn du in den unteren Ligen startest. Vereine habe ich noch... Killer Köln? Killer Kiel? Wer ist denn Killer Kiel? Ach, Kilja Kiel. Ich habe Killer Kiel gelesen. Kilja Kiel. Na gut, ey. Ich habe Killer Kiel gelesen. Kröleck, hast Tor gemacht? Hat er gemacht, Chat. Hat er Tor gemacht. Ey, aber mal, no joke, die Form geht gut hoch hier bei den Jungs, ne? Zimmermann einfach schon auf eine 61. Problem bei ihm ist noch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Aber das sollten wir zügig hochbekommen. Ah, das sieht gut aus hier. Kevin, ne, unsere Stürmer sind gerade zu gut. Ohne Spaß, die treffen alle gerade bei uns. Kevin gerade einen schweren Stand. Guck mal hier, 5 Spiele, 5 Tore. What the fuck? Kierstein, 2 Spiele, 3 Tore. Bravo möchte ich gar nicht zeigen. 4 Spiele, 5 Tore. Hippe, 4 Spiele, 5 Tore. Shiplock.
4 Spiele kein Tor, deine Zeit ist vorbei. Also, Sven, es kann sein, dass du an meinen Sohn deinen Platz verlierst. Und es liegt nicht daran, dass er mein Sohn ist, sondern einfach, weil du hier keine Tore schießt. Ne? Nicht danach wieder rumholen. Wir gehen rein. 3,5 Sterne. Erinnert mich nach dem Spiel mal daran, Chat. Welche Position? Vielleicht kaufen wir den weg. Einmal mehr oder weniger kommt da auch nicht mehr drauf an. Können ja eh nie antreten, gefühlt. Victoria Berlin. Komm, Hausaufgaben machen, Jungs. Was ist da los? 0-0 ist schlecht. Bravo, let's go. Jin Daoi mit Vorlage. Doppelpack! So, Schipp. Der macht 2 Tore und hat eine 4. Den hat wieder irgendjemand gegen seinen Wirsing gepölt, ne? Und der weiß, der hat wahrscheinlich niemand Torjubel gemacht, weil er es nicht mitgekriegt hat. Ja, du ehrlich. Kessler rein, so, Thilo raus, Pablo rein. Und das war's. Beten, dass keiner da hinten eine rote Karte kriegt. 2-1, Chat. Wir sind da. Willst du Kevin nicht als hängende Spitze trainieren? Ist ein guter Einwand, weil Ilka läuft, ne? Ja, könnten wir überlegen. Oh, Chat, das sieht gut aus. Wo ist denn Lok? Auf Lok. Platz 11. Derby kann kommen. Heißt der Ika oder Ilka? Ich glaube Ilka, ne? Ika? Ist da nie ein L zwischen? Ne, Ika. Ika, Ilka. Ika heißt er. Ika Bravo. Was wollte ich jetzt machen, Chat? Wie hieß der Verein? Ja. Einfach immer lässt. Ey, tut mir auch ein bisschen leid für euch, ne? Ist klar, wenn ihr da keine Truppe da. Danke, Chat, ne? Habt da einen guten rausgesucht, der hat 3,5 Sterne. 6 Wochen verletzt. Brauchen wir nicht. Ist nett gemeint von euch, Chat. Ich finde das gut, dass ihr mit Vorschlägen um die Ecke kommt. Wäre mal sehr freundlich, wenn da mal gescheite Vorschläge wären langsam, ne? Kevin, Junge. Trainier mal ein bisschen hängende Spitze. Trainiert der doch sogar! Die Bratwurst. Aber wir müssen den hier umstellen, dass der hier hängende Spitze zockt. Ist, glaube ich, aber auch sogar besser. Weil der okay hier kann, glaube ich, im Sturm. Ja, plus 4 immerhin. Fernschüsse 20. Kommt der Ball wahrscheinlich nicht mehr an, aber... Er gibt sich Mühe. Chat, der gibt sich Mühe. Weiter geht's. Wir haben noch einen long way to go. Bravo habe ich tatsächlich wirklich, also habe ich nicht nur in den Breaking News so gesagt. Bravo haben wir über das Hallenturnier, was da jedes Jahr kommt in der Vorbereitung. Da wurde er mir angezeigt und ich konnte für den ein Angebot machen. Da waren noch andere krasse Leute, die haben wir aber nicht gekriegt. Unter anderem Paul Scholl und so, die wollten aber gar nicht erst verhandeln. Casalino haben wir nicht probiert, weil ich glaube, Kevin Kröleck war stärker tatsächlich schon. Und da haben wir lieber andere Baustellen erstmal behoben. In der ersten Saison haben wir, glaube ich, mal kurz überlegt gehabt. Oh, Pablo, Marktwert hoch, Marktwert. Das muss, Chat, der muss mindestens eine Million verkauft werden. Der muss uns 1 Million in die Kassen spülen, mindestens. Das muss das Ziel sein mit dem. Der muss eine Cash-Cow werden. Und der muss mal hier bitte verlängern. Ey, bitte, komm, mach doch mal. Verlänger mal jetzt. Ich brauche doch Planungssicherheit. Bitte. Geh mit Pablo auf ZM rein. Ich mach mal so einmal. Wir lassen den Manfred mal runter. Der hat bisher auch noch nichts Geistreiches unserem Spiel beigetragen. Mannschaftsführung ist klasse. Der bringt echt gute Leistungen. Wenn der so weitermacht, Chat, kriegt der den nächsten Stern. Schwöre ich euch in der Hand. Verletzt er sich nicht, spielt er weiter die Noten ein, kriegt er noch einen Stern. Shiplock kriegt nochmal so 2-3 Spiele. Wenn das dann wirklich nicht mehr mit dem funktioniert, dann müssen wir uns das eingestehen. Dann war das die Rückserie, wo der einmal genetzt hat. Aber ich nehme mal Torrichter 55, ist halt auch eine Nummer. Da tut halt weh, ey, dass der sich da verletzt hat. Ey, 6 Wochen. Wie lange ist der noch verletzt? 3 Wochen noch, Chat. Die Hälfte haben wir überstanden. Gegen Cottbus. Cotti Cottbus. Und darauf erstmal 3 Punkte gegen Cottbus. Ja, oder auch der Hofmann schon wieder? Mann, was ist das denn hier? Lass laufen, chill. Lass laufen. Ja, gut.
Cottbus einfach unser Endgegner. Frühes Tor, irgendein Tor, gar kein Tor, nein, danke, tschüss. Meine Fresse, du, ich kotze hier im Teich, ey. Wir haben ja einmal so einen guten Lauf. Chemnitz ist einfach zu gut, ne? Die haben noch kein Spiel verloren. So, hier ein schöner Hannover, die kaufen auch wieder gut ein. Ah, der war vereinslos sogar. Kleiner Dämpfer-Chat, Kevin ist in der zweiten. So zerbröselt der Keks nun mal. Kader wieder klein. Musste wieder ein Torwart mitnehmen. Stabil. Ne, ich kann kein Torwart mitnehmen, Chat. Ich kann das so vom Seelischen her. Ich nehme den Weiher wieder mit. Nächstes Spiel. Zack. Komm, ey. Für die brauchen wir keinen Bravo. Shiplock, jetzt auch mal zeigen, Alter, dass du ein Stürmer bist. Rückrunde hast du auch genetzt. Franz gebracht, Vorlage und Sven Shiplock mit der Bude. Da sind wir doch wieder. Jetzt kommt der Manfred noch, der macht auch noch eine Vorlage. Dann sind wir da. Oh boy, muss ich runternehmen in der gelben. Traue ich dem zu, dass der da eine gelb-rote kriegt. Nein! Die, ja, Tunglu, let's go! Moral gezeigt, Chat. Moral. Jindawi Tor Vorlage, Kirstein mit einem Törskin und der Franz mit einer Vorlage. Und Tuglu auch direkt mit einer Bude, geil. Kleinen Ausrutscher gehabt, wir sind aber wieder da. Zweiter Chat. Chemnitz macht Chemnitz-Sachen und gewinnt. 200.000 Trainingsplätze bitte. Ja, let's go, danke. 9% weniger Verletzungen. Rein! Wir gehen weiter auf Infrastruktur. Ist, wir haben auch einen guten Kader gerade, ne? Wirklich. Also, du siehst, die zweite Mannschaft ist total da. Aber was ist mit deiner Fitness hier? Ist der nur am Stehen hier wie so eine Kickerfigur hier auf dem Platz, oder? Ist aber dünne, ne? 5 Spiele, eine Vorlage und eine gelbe Karte. Also, weiß ich ja nicht. Erhöht man mit dem Upgrade? Ne, auf 9%. Modi, auf 9%. Quasi ein Update um 3% höher. Wahrscheinlich Trick rausziehen bei Vorlage. Ich sag mal, bisher so ein zuverlässiger Stellvertreter hier, der Heckmann, ne? Ich hoffe so ein bisschen, dass wir oben bleiben, so auf 2, maximal Platz 3. Und dass wir den in der Winterpause verlängern können, ne? Weil der wäre halt schon echt big, weil ich glaube, der hat das Potenzial, den Stern noch zu kriegen und den Marktwert auf jeden Fall nach oben zu bürsten, ne? Die zweite kann, glaube ich, nur aufsteigen, wenn wir aufsteigen, ansonsten nicht. Was ist denn los hier? Boah, soll ich den Kessler bringen, Chat? Kessler für Jindawi oder Jindawi laufen lassen? Laufen lassen? Komm! Nein! Der Kessler hat Vorlage gemacht, Chat, mindestens. Thilo wieder eine 1. Also ich weiß nicht, wie wir Chemnitz knacken wollen. Und er schließt sie mir gerade nicht. Die gewinnen alles. Wieder 4-0. Aufstieg ist keine Pflicht, nee. Ich will spätestens nächste Saison aufsteigen. Bisher sind wir genau im Soll, was der Plan war. Ich will diese Saison um den Aufstieg mitspielen. Mit dem lieben Gott funktioniert das. Wenn der liebe Gott keinen Bock auf uns hat, dann funktioniert es nicht. Aber dann spätestens nächste Saison. Ey, aktuell keine Chance mehr, ne? Da tut mir leid, aber ich kann halt auch, ich kann halt eher nicht. Ich kann nicht mit 2 Keeper spielen, das geht nicht. Mike Franz, Erfahrungsstufe, wichtig. Kurztrainingslager, 10 Punkte gesteigert. Bin nicht begeistert, was soll ich denn machen, Junge? Ich kann doch nur mit 1 Keeper spielen. Also, Shiplock, ich würde dir ja gerne mal andere erzählen, aber ich kann es ja nicht. Das war halt nichts, ne, Chat? Unser Sturm läuft eigentlich gerade zu gut. Also wir haben super viele Leute, bis auf Shiplock, die gefühlt mehr Tore haben wie Spiele. Kessler, du bist nah dran. Nächstes Spiel werde ich dir einwechseln. Die haben ein Tor geschossen! Hey, Chat, die haben eine Truppe! Die haben jetzt ein Team. Junge, das ist ungefähr so wie dieser eine Kreisliga C-Verein, weißt du? Dieser eine Kreisliga C-Verein.
9 Spiele, 59 Gegentore und ein Tor haben sie geschossen. Und das wird gefeiert wie die Meisterschaft. Junge. Franz war aber ein guter Einkauf. 600.000 Mark wert, 400.000 Kaufoptionen. Die müssen wir auch im Auge behalten. Aber die können wir jetzt easy ziehen. Aber die sind 17. Alter. Jetzt schießt man ein paar Tore. So. 2-0 ist ein Entspannten. Aber das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen hier. Mit denen seine Fitness die ganze Zeit. 2-0 nehmen wir mit. Taken wir. Manfred 1, Kessler 2, Ludwig 1, Kirstein und Bobeune 3. Also Stand jetzt, Chat, weiß ich nicht. Werden wir diese Saison auf jeden Fall nicht aufsteigen, weil Chemnitz, ich weiß nicht, was die da feiern. Ne? Also, keine Ahnung, ob die da Real Madrid eingekauft haben oder ich weiß es nicht. Verwechsel ich immer Fitness mit Frische. Der Dings ist nicht fit. Der Horschig. Horschig ist nicht fit. Das war eigentlich diese Saison aufstellen. Ist das wieder diese Relegation? Er hat die letzten Spiele alle gespielt, Kami. Fitness hat er nicht wirklich dazu gekriegt. Konditorei macht er. Fitness an der Gabel macht er. Ah, jetzt hat er ein bisschen gekriegt. Das Problem ist, der hat Stammspieler bei uns, glaube ich. Deswegen muss der auf jeden Fall auch zocken. Der ist ja auch nicht schlecht, ne? Um Gottes Willen. Und plus, der hat 7 Führungsqualitäten. Zweite Mannschaft. Kevin 60 schon. Kevin, Junge? Kevin? Der macht das. Der ist Rückrunde erste Mannschaft. Ey, der Decker ist auch eine gute Leier, ne? Leider keine Kaufoption. Aber der macht seinen Partner echt gut. Ika hat der. Ja, ha, geht doch. Da sind wir doch wieder. Back in the building. Den Rest lassen wir erstmal laufen. Vorne wird noch einer reinfallen, habe ich gehört. Tuglu! Kessler mit Vorlage. Das sind die unangenehmen Partien. Ui, Bruder. Hier, yeah, da ist er direkt wieder mit einer 1. Boah, Chemnitz. Also, erste Mal unentschieden gespielt jetzt. Nach sehr, sehr langer Zeit. Wir müssen gegen Chemnitz beide Spiele gewinnen. Und Lok hat sich auch gefangen. Wie können die denn auf einmal einen Punkt hinter uns sein? Toglo müsste jetzt 3 oder 4 Tore. Ich glaube 3. Aber der geht auch bei Ecken mit nach vorne. Kevin, time to shine. Scheiße, Alter. Ja, hier kommen wir langsam auch mal wieder auf den Teich. Ja, Julian, unsere zweite hat ja auch nicht so viele, ne? Da fehlen auch ein paar Spieler. Aber wir haben halt leider nicht so viel Budget. Deswegen muss erstmal die erste Mannschaft laufen. Aber das läuft gerade schon relativ gut. Das Zusammenspiel aus erster und zweiter Mannschaft. Wir wechseln immer mal wieder durch. Gegen Jena. Toglu Stern, boah, die Saison geht halt noch ein bisschen. Ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Kirstein, let's go! Mann. Irgendwie. Nein! Defense, so gute Noten! Let's go! Und jetzt kommt er, Kevin Krölleck, der macht den Deckel drauf. Big Points gegen den Dritten. Big Points! Und Chemnitz verliert gegen Cottbus. Chat, wir sind da. Aber was haben die für eine Tordifferenz, Alter? 30. Aber Chat, der war echt wichtig. War ein guter Spieler für uns. 7-mal ist der. Der kriegt einen Stern, Chat. Hier muss viel schief gehen, dass der nicht 3,5 Sterne auf der Uhr hat nach der Saison. Konditionell sind andere Teams derzeit stärker. Ja, da müsst ihr mal mehr malochen, Junge. Wir hätten eine Blutauffrischung. Ihr müsst mehr malochen. Die eigene Spieler lässt zu wünschen übrig. Was soll das? Training ist zu hart? Wir laufen im Training zu... Ihr seid euch auch uneins hier, ne? Also entweder ist das verbuggt, dass wir hier keine Kinder kriegen können, oder ich verstehe die Welt langsam nicht mehr, ne? 43.000 Privatvermögen. Oh, ey, geil, Junge. Minus 14% Verlust. Schwangerschaft dauert nun mal relativ lange, aber doch keine 24 Monate, Junge. Ich habe doch direkt reingehalten zum Start hier. Weil ich doch wusste, in was für eine brenzlige Situation wir hier kommen werden. Motivationslehrer für 10. Boah, wir haben minus 200.000 sonstige. Zur Not verlässt uns im Winter Sven Shiplock. Kenn ich nix. Da muss durchgewechselt werden.
Niederlechner rennt da rum. Das war ein Dämpfer. Gerade jetzt, wo Chemnitz so ein bisschen am Federn war. Boah. Kann ich noch nicht so deuten, ey. Perle haben wir gerade was mitgemacht, Waldo. Sind wir mal in Theater gegangen. Was wird der noch bringen? Gar nichts. Aber wir würden Gehalt sparen, Chat. Weil der trifft halt gar nichts, ne? Die anderen sind einfach viel, viel besser drauf. Was haben wir bezahlt für den? Das werden wir halt nicht wiederkriegen, glaube ich. Aber das Gehalt ist halt schon eine Stange, ey. Ey, wir haben 25 bezahlt. Wenn ich die wiederkriege, machen wir ein bisschen Minus. Aber wir kriegen wenigstens das Gehalt so ein bisschen. Chiplock weg, Kickers M. Eventuell mal gucken, irgendjemanden für den zweiten holen oder so. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Trainingsplätze sind fertig. 2 Wochen. Chiplock ist gar nicht drin hier. Franz ist unser Führungsspieler. Plus 43 die Saison. Könnte vielleicht den dritten Stern, wobei dritter Stern wird schwierig, aber könnte er kriegen noch. Bietet den Fans etwas. Schablas, meine Fresse. Let's go! Torwart 4-5, straff dich. So kaufe ich dich nicht. Klar besser, da muss mehr gehen, Alter. Kann nicht sein, dass die einen Schuss, ein Tor haben. Das kann doch nicht wahr sein! Ja, let's go! Abfahrt! Kevin Krönig macht den Deckel drauf! Aha! Chat. What's going on in the building? KK15, Fußballgott. Oh, jetzt Derby Chat. Könnt ihr eine Wette machen, wenn ihr wollt? Gegen Lok. Wir sind besser. Dritter gegen den fünften. Als Chemiefan Sommer zu sehen, ist ein Traum. Engagiert mich. Ich mach das. Auf- und Abwertung wird auf jeden Fall interesting werden. Kessler startet. 70% sagen, wir holen das Ding. Da bin ich ja mal gespannt. Ich will heute sehen, dass ihr Gras raucht. Aber ordentliches. Mike Franz! Der weiß, wie es läuft. Ist ein alter Hase, weißt du? Der sieht den Laufweg, den andere nicht sehen. Und dann steht er da. Blank vor der Kiste. Sehr gut. Kessler mit einer 4, wir lassen laufen, würde ich sagen, oder? Ist ein ausgeglichenes Partie. Ein ausgeglichenes Partie. Deutsch kann ich. Kevin, Junge. Die Fans fordern dich. 1-0. Oh, die sind wieder 4 Punkte weg, ne? Mann. Wieso Chemie? Was soll ich denn sonst nehmen, Ace? Was soll ich sonst nehmen? Sag Bescheid. Keiner drin hier, ey. Die ganzen Chemnitzer hier, du, ey. Ulrich. 71? Tilo, wir können verlängern. Was hat er? 2 Wochen. Ich verlängere mit dir. Obwohl du verletzt bist, dann eben nicht. Wichtig! Du kriegst einen schönen Knebelvertrag. 3 Jahre. Kriegst du eine Torprämie, wenn du mal eine Bude machst. Kriegst einen Fuffi, den kannst du mitnehmen. Werde ich auch beim Finanzamt nicht melden. Kannst du dir so einstecken. Du musst doch ein bisschen Geduld haben natürlich, aber das läuft. Abfahrt! Wichtig! Wichtig, wichtig, wichtig. Ich glaube, die Chance ist hoch, dass der einen Stern dazu kriegt. Dann haben wir 3,5 Sterne, 22. Das ist natürlich jetzt hier der Affenporno schlechthin, dass der jetzt hier wieder 2 Wochen verletzt ist. Ich habe keinen auf ZM. Wobei, warte mal, Pavlo kann beide Positionen spielen, das geht. Für ein Spiel geht das. Pavlo kann eh beide spielen. Bei 12 Spiele, 11 Tore ist halt auch schon stark. Aber wenn du dann das andere da siehst, da 13 Spiele, 19 Tore. Warte mal, was ist denn hier mit Chemnitz? Komm mal her. Komm mal her, mein Junge. Spielst du im falschen Verein hier. Schade. Stimmt, wir hätten den Zimmermann-Chat, ja? Ja, 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 ja. Gut aufgepasst. Dafür seid ihr Scouts. Zimmermann! Tschüss!
Chat, weil der vom Selbstvertrauen wieder da ist. Oh, ist sehr gut. Kader sieht gut aus. Die zweite Mannschaft ist, das ist einfach das Geilste, was du haben kannst, ne? Wenn du da so ein bisschen Struktur drin hast. So, mach die weg jetzt, bitte, bitte. Wer ist schon eine leichte Entscheidung jetzt? Wenn wir das verlieren, wäre kacke. Dann sind die 7 Punkte weg, Kessler, let's go. Oh, schick eine 6, dankeschön, als Kapitän. Auch mal vorne weggehen, gut. Wir sind besser, wir sind besser. Da ist ja schon wieder die Flöte. Macht er 20 Tore in 3 Spielen? Nein. Jindau nicht erst selbst, weil Kessler besser drauf war die letzten Spiele. 4 Punkte. Hertha kann eh nie aufsteigen. Tilo soll gehalten werden, ist vollkommen richtig. Auch mal unterschreiben jetzt. Und er verlängert, gut. Haben wir schon mal ein Talent langfristig an den Verein gebunden, was zum Start aus oder vom Start auf schon da war. Kann Hertha hochgehen? Echt? Zweite Liga? Die zweite steigt ab in die dritte Liga? Dann geht das nicht. Must. Geht nicht. Die steigen ab, die erste. Aus der zweiten gegen die runter. Die haben 0 Punkte. Hertha ist doch bei dir aufgestiegen. Stimmt, ich weiß. Ja, stimmt, Hertha ist ja aufgestiegen. Entschuldigung. Beruhigt euch wieder. Komm, mach. Mann. Ich kann nämlich noch mal ein Beispiel an diesen einen Stürmer von Chemnitz. Junge. Der trägt die in der Hosentasche spazieren. 12 Tore. Der hat 20 in 13 Spielen. Sollen wir ein Beispiel dran nehmen? Kevin, mach es. So, da wird auch mal die Ansprache zugehört. Paul! Ach, das sind doch. Let's go, Kevin Krölleck! Tizian Zimmermann mit der Vorlage. Und das wird noch ein Fight werden, da kann ich euch aber verraten. Kevin Krölleck, Note 1. Bester Spieltag, Spieler des Spiels in der Spieler. Genau. Ich bin aber auch ehrlich, wir kassieren zu viele Gegentore. Die Abwehr stand am Anfang gut. Mittlerweile haben wir jedes Spiel ein Gegentor. Das ist zu viel. Und wir haben auch den besten Sturm nicht, weil die hier einen mit 20 Tore rumrennen haben. Defense ist gerade. Defense ist es nicht. Der war erst zweimal in der Mannschaft der Woche. So peinlich. Oh, ey, Chat, den müssen wir eigentlich oben lassen, ne? Der will eh nicht. Ich pack den in den zweiten, Chat. Der will eh nicht verlängern. Dann ist es so. Oder wir geben den im Winter. Nein, der ist ja eh. Wir geben den im Winter ab, Chat. Kriegen wir nicht mehr viel für, aber immerhin ein bisschen. Weil wir haben unseren eigenen in den Reihen. Dann geben wir den im Winter ab und kriegen noch ein bisschen. Ich gebe den jetzt ab. Wenn wir 200 kriegen. Ja, der Vertrag läuft halt aus. Ich probiere mal 300. Ich glaube nicht dran, aber. 180. 180 ist Marktwert, ne? Ja, genau den Marktwert. Er braucht eine jüngere Frau, dann wird die auch schwanger? Ja, aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Die war ja schwanger. Da stand doch hier irgendwo, dass die schwanger ist. 24.06. Wann müsste denn das Kind dann da sein? 3 Monate, da müssen wir das im Auge behalten. Würden wir ja heute noch mitkriegen. Junge, 7 Schüsse aufs Tor. Die haben nichts und es steht 0-0. Kevin Krölleck, ich danke dir. 1-0, den nehmen wir mit. Oh, 2 Punkte, Chat. 2 Points. Chemnitz unentschieden gegen Hertha 2. Komplette Mittelfeld drin. Borschi, ja, Impact. Impact auf YouTube heißt der Kanal. Und wechsel Pablo mit 1 aus, damit der Form hochkriegt. Und bei der Auf- und Abwertung aufgrund seiner Durchschnittsnoten eine gute Aufwertung kriegt. Haaland holt den Ballon d'Or. Ja, ja, kann man machen, klar. Eieiei, Tuglu verletzt. 200.000 Baukosten, da geht doch was, oder? Fitnessparcours. Trainingsplätze sind zu teuer. Wellness ist auch zu teuer. Da machen wir einen Fitnessparcours. Ich glaube, den können wir auch bitter. Haben wir bitter nötig. Aber brauchen wir, Chat. Haben wir gar nichts. Wir haben keine Fitnessparcours. Draxler zu Gladbach. Ja. Oh, jetzt, Chat. Komm. Plus 1. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Let's go. Plus 1. Plus 2. Wir sind da, Chat.
Chat, wir sind da. Der kriegt auch nochmal Plus. Geil. Gute Aufwertung. Gute Auf- und Abwertung. Können wir uns die Alpen... Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Der bleibt hier. Selbst für 1,3 könnt ihr den nicht haben. 800.000 Mark wert. Ey, Chat, jetzt haben wir eine stabile Truppe. Gehälter sind auch schon wieder drauf. 166. Ey, das sieht gut aus. Das war eine sehr stabile Hinrunde. Sehr stabile Hinrunde. Und jetzt Rückrunde performen. Es wäre sehr wichtig.